Lieber Herr Behl, lieber Florian, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja. Wir sind jetzt in der Vorbereitung die letzten Tage vor unserem Event und wir sind jetzt mal hier, wir wollen den Gästen schon mal ein bisschen einen Einblick geben und fragen mal so, was gibt es denn über Behls Genussgasthof so zu sagen? Ach ja, vielleicht, wir sind zwei Generationen, wir sind ja ein kleiner Familienbetrieb, meine Frau und ich. Und dann haben wir noch mein Vater und meine Mama, die wo 82 hier angefangen haben. Es waren damals drei Gebäude quasi zusammengelegt. Wir hatten hier, wo wir jetzt sind, die Destille, das war eine alte Kälterei. Dann, wo das Hotel ist, der Eingangsbereich, das war eine Zigarrenfabrik. Und ein Wirtshaus war auch schon immer dabei. Und wir haben die letzten 30 oder 40 Jahre eigentlich das Ganze renoviert, bis wir jetzt auf dem Stand jetzt sind. Ein schönes kleines Genusshotel mit einer guten Küche, Veranstaltungsräume und jetzt Möglichkeit haben, solche Veranstaltungen zu machen. Sehr schön. Ja, wir haben bis Stand heute jetzt 54 Teilnehmer, also das unterste Ziel haben wir erreicht. Ja, wir haben ja, glaube ich, gesagt, maximal 100, mehr kriegen wir auch nicht rein, dann wird es ein bisschen kuschelig. Ja. Wir starten draußen mit einem kleinen Empfang. Das Vier-Gänge-Menü haben wir ausgewählt. Ihr seid spezialisiert auf regionale Spezialitäten, vielleicht auch da noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Wir haben ja den Bachsaibling und die Perlhuhnbrust als Hauptgang, wo ihr das herbekommt oder wie ihr euch da aufgestellt habt. Genau. Also vielleicht der Bachsaibling ist ein gutes Beispiel. Wir versuchen, dass wir aus der Region die Produkte beziehen. Wir haben natürlich auch internationale Einflüsse, aber zum Beispiel bei dem Bachsaibling haben wir hier in Blankenbach eine Forellen- und Saiblingzucht. Und da greifen wir natürlich gerne drauf zurück und haben dann einen frischen Saibling, wo von der Forellenzucht Röll hier uns dann schön gebracht wird. Und bei Rind, Perlhuhn zum Beispiel, greifen wir auf regionale Erzeuger zurück. Sehr schön. Wir haben ja auch das Angebot, heutzutage muss man ja auch bei den Allergenen schauen. Wir haben Vegetarier, wir haben Veganer, auch da muss ich sagen, ist das top. Wir hatten uns ja im Vorfeld schon unterhalten. Es sind jetzt zwei oder drei Gerichte, die vegan oder vegetarisch sind. Das wird vor Ort dann alles frisch zubereitet, je nachdem, was zur Verfügung steht. Genau. Auch glutenfrei. Also das ist, freut mich auch besonders, weil meine Tochter Zöliakie hat, dass ihr da so gut Da sind wir darauf eingestellt. Das ist Normalität. Wir haben ja immer zu den Veranstaltungsbereichen hier das Restaurant laufen. Dort gibt es ein veganes Menü, gibt es ein vegetarisches Menü, gibt es verschiedene Sachen, wo man sich dann auswählen kann, weil es halt auch immer mehr wird und immer wichtiger auch wird. Und wenn man so eine Veranstaltung hat, gibt es immer einen Prozentsatz, wo halt da vegan oder vegetarisch essen möchten. Und natürlich haben wir noch die Unverträglichkeiten wie Nüsse, Gluten, Laktose und so. Mhm. Na, da ist man einfach drauf eingestellt, weil es auch gar nicht mehr anders funktioniert. Wir lösen es dann so, dass wir am Tag mit der Person sprechen. Es ist doch immer mal ein bisschen unterschiedlicher ausgeprägt. Und so können wir dann der optimale Service bieten und das passende Gericht finden. Und wir tun uns da eigentlich relativ leicht dafür, weil wir die Restaurantkarte da immer mitnutzen können. Sehr gut. Ja, wir hatten gestern schon ein kleines Interview mit unserem Kabarettisten, dem McHerder. Ah ja, schön. Der freut sich auch sehr. Er musste allerdings zweimal googeln, um Blankenbach zu finden. Aber hat sich schon ein Bild gemacht, sagt, ach, die Location ist perfekt für ihn. Bringt sein Headset mit. Es ist ja auch alles vorhanden, Boxen. Also der Raum ist ja prädestiniert dazu. Vielleicht noch ein paar Worte zur Destille sagen, zu den Räumlichkeiten, wo wir dann am Samstag in der Woche sind. Genau, hier sind wir ja im Raum Destille. Hier tun wir mit Kooperation mit dem Arno Dirke, der tut seit 94 bei uns im Haus brennen. Das ist durch eine Freundschaft zwischen meinem Vater und ihm ist es schon jeher, dass er bei uns die Brände brennt und den Brennabend macht. Das heißt, es gibt ein 5-Gang-Menü und zu jedem Gang gibt es ein passendes Destillat. Plus, dass die Brennblase mit im Raum steht und man kann dann schön immer vorgehen zwischendurch und Fragen stellen und bekommt erklärt, wie das eigentlich so funktioniert. Und wir haben noch ein drittes, wo man vielleicht erwähnen kann. Wir haben Sprühgeister. Jedes Essen ist quasi auch abgestimmt auf die Sprühgeister. Das ist wieder mehr frische Pfeffer übers
das Essen drüber macht, hat das einen anderen Geschmack, wie wenn man den Pfeffer zum Beispiel schon beim Braten mit reinmacht. Und so sprühen wir einen Koriandergeist zum Beispiel über den Saibling oder tun einen Tonkabohnengeist über unser Dessert. Und so haben wir zu jedem Gang in Sprühflaschen gefüllte Geister, wo man nochmal einen Akzent im Essen setzen kann. Das hört sich ideal an für die nächste BDS-Veranstaltung. eine Whisky-Probe, eine Destillatprobe mit den Schnäpsen. Ja, ja, der McHerde hat leider an dem Abend, muss er wieder fahren, also er wird nicht über Nacht bleiben, weil er am Sonntag um 12 schon den nächsten Auftritt hat. Und er hat dann geflaxt, er wird dann den alkoholfreien Schnaps probieren, den gibt es aber wahrscheinlich noch nicht. Ne? Den alkoholfreien Schnaps, wobei alkoholfreie Gin und alkoholfreie so mit Gin Tonics und so, ein bisschen was Alkoholfreies haben wir schon zu bieten. Gell? Haben wir alkoholfreie Schnaps direkt. Den haben wir noch nicht. Aber wir haben ja auch gesagt, wir bauen da eine kleine Bar mit auf, dass die Leute dann mal probieren können. Natürlich, und, natürlich, ganz wichtig. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, also ich freue mich total auf den Abend. Würde mich freuen, wenn noch der ein oder andere sich anmeldet. Auf der Facebook-Seite und auf der Homepage sind die Links zum Anmelden. Ich kann dir dann auch schon sagen, wie viel Essen genau sind. Also kannst du dich schon ein wenig vorbereiten, weil so sehr viel Fisch dabei. Aber ich glaube, das ist einfach, weil es dann auch regional entnommen wird. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, kommt mit dazu, vielleicht schaffen wir noch die 100, aber alles, was jetzt über 50, 60 ist, ist der Zuckerl und wird den Abend dann natürlich noch umso schöner machen. Ich denke auch am Abend, wenn das Kabarett rum ist, ist der ein oder andere dabei, der noch tanzen möchte. Da werden wir dann übers Handy, können wir, glaube ich, haben wir so gesagt, auch die Boxen nutzen, dass man ein bisschen Musik im Hintergrund machen kann. Ein bisschen Stimmung muss schon sein. Genau. Ich denke, da ist an vieles gedacht und es wird bestimmt eine runde Veranstaltung. Super. Für die Leute auch Spaß haben. Vielen Dank. Ich habe zu danken.